herzlich willkommen bei der Show. Heute mit Michael Nevarani, Katharina Strasser, Thomas Stipschitz, Rudi Rubinek und Viktor Gernot. Es ist immer wieder schön, wenn einer aus dem Rateteam das Sendungsthema ist. Man sieht es ihm nicht an, aber man möchte nicht glauben, Michael Nevarani wird 50 Jahre alt. Wahnsinn. So. Wieso stehst du auf? Musst du aufs Klo? Oder? Arsch frisst Hose, das ist so. Ja, okay. Ich habe gedacht, du gibst ihm Standing Ovations oder willst ihm zeigen, was man in seinem Alter nicht mehr kann. Ist eine Mischung aus beiden. Ich bin das Sendungsthema. Du bist das Sendungsthema. Es sind nur Fragen über mich, für oder? Dein Leben, cool. Cool ist rund für deine Geburtstagsfeier das, was man braucht. Ultrasensitiv, Rasierschaum. Ja. Ist nicht das nur lustig, weil tut immer nur harzen. Im Winter durchharzen. Ja. Und natürlich alles, was man für eine Geburtstagsparty super braucht. Geburtstagsparty braucht. Ja. Wann ist wunderbar. Deine Party? Ist deine Party? Wieso bin ich nicht eingeladen? Das ist deswegen, weil du nur deine Freunde einlädst. Michael, du hast am Sonntag Geburtstag. Ja, am 29. Sie sind alle eingeladen. Wir kommen alle vorbei am Sonntag. Ja. Du brauchst gar nicht dazu rüber sprechen. Was? Du brauchst gar nicht drüber. Die wird erst am Ende der Sendung angezeigt. Das ist eine Torte. Ah, das ist eine Torte? Das ist alles essbar. Auch du. Ich bin essbar. Du bist essbar. Aber warum ist da der Otto Schenk drauf? Der ist aber zu essbar, oder? Spontan. Diesen Otto Schenk. Aus was bin ich? Du bist aus Esspapier. Aus Esspapier? Esspapier, ja. Die ganze Torte ist aus Esspapier? Nein, die ganze. Nur er. Der Nevarani ist. Hast du die gemacht? Ja, sicher. Ach so, na dann ist sie dort. Entschuldigung, wurde diese Torte mit ORF-Zwangsgebühren finanziert? Ja. Sie ist rot, sie ist blau, sie ist schwarz, sie ist eh alles dabei. Ist dabei. Ist ja, stimmt. Öffentlich-rechtliche Torte. Aber grün ist nimmer. Grün gibt es ja nimmer. Gut, darauf freuen wir uns. Ja, bin Abschluss der Sendung. Gerührt jetzt schon. Ja, du wirst sie anschneiden, okay? Das ist der Teaser. Bleiben Sie dran. Ich liebe Torte. Ja, super. Das ist keine Esterhase-Schnitte, das ist eine Opportunistenschnitte. Gut, trotzdem, Fragen hätten wir auch noch. Wen interessiert das? Wir können doch gerne die ganze Sendung über die Torte reden. Nee, die Torten auch her. Gibt es Kaffee auch dazu? Ich möchte wissen, wer da was ist, ein Seitendiener. Das war vielleicht in Tagen, wo wirklich sich gehobene Gesellschaften noch viel Personal leisten konnten. Mhm. Und hatte dann vielleicht der Hausherr für verschiedene Regionen seines Körpers eigene Servanten. Und da gab es dann eben einen für die Vorderseite, einen für die Rückseite, an für links, an für rechts. Und die links und rechts, das waren die Seitendiener. Was haben die Seitendiener? Die haben angekleidet, ausgekleidet, gereinigt, parfümiert. Aber nur die jeweilige Seite? Nur die jeweilige Seite. Oder es waren Leute, die da geholfen haben, aufs Klo zu gehen. Wenn der Burgherr gesagt hat, du, ich geh kurz auf die Seiten, hat dann der Diener gesagt, da halte ich. Ja, da gab es ja früher, hat man gesagt, du musst auf die kleine oder auf die große Seite. Einen großen und einen kleinen Seitendiener gehen. Ja, genau. Ja. Also, welchen willst du wissen? Ja, alle waren scheiß Job. Ja. Okay. Nein, habt ihr schön aufgelegt. So, ich gebe mal gleich. Pass auf, Rasierschaum. Ja, aber schwer. Pass auf. Hopp, aber das ist so, ich habe dann so gesehen, habe ich. Yes. So, pass auf, das Seitendiener. War das die Frage? Ja, es war das Seitendiener. Die Frage meinerseits, was hat das mit meinem Geburtstag zu tun? Wenn man, Gott behüte, einen Seitensprung macht. Mhm. Gottes Willen! Ja. Das war die einzige Sportart, die Daniel jemals wirklich aktiv ausgeübt hat. Nein, Seitensprung und Running Sushi.
Was ist? Luftballon. Entschuldigung. Also verkürzt. Ja. Die Frage hat übrigens was mit dir zu tun. Wir haben das wirklich, das sind handverlesene Fragen heute. Was? Das hat was mit dir zu tun. Indirekt. Wir haben aber immer einen Bezug gesucht. Ja? Meine Seitensprünge haben immer damit geendet, dass ich gesagt habe, mir kann man was super reden. Welche meinst du vor der Beziehung? Vor der Beziehung, hallo. Ich war auch einmal ein Seitensprung. Ja. Oh. Entschuldigung. Ich war auch einmal ein Eisprung. Du warst doch ein Eisprung. Ich hab schon viele Sprünge hinter mir. Ja, genau. Entschuldigung. Nee, Entschuldigung. Gut, nee. Ich weiß eh nicht mehr, was ich sagen wollte. Was wollte ich sagen? Seitensprung. Auf was war die Frage? Seitendieb? Nein, was es mit dir zu tun hat, also wir haben Diener. Natürlich dann... Ah, nein, Seitendiener. Ja, genau, Seiten. Genau, ja, genau. Ja. Du möchtest also einen Seitensprung, wie macht, sagt man da? Kaschieren? Machen. Also machen. Tun. Ja. Wie man das sagt, gibt es viele Möglichkeiten. Also man möchte einen Seitensprung begehen. Begehen, danke. Begehen, besteigen auch, also ja, wurscht. Besteigen, ja. Begehen. Erklimmen. Bespringen. Wir wissen, deswegen also wir wissen um. Was du meinst. Ja. Ja. So, und jetzt ist aber so, dass man einen Seitendiener braucht für den Seitensprung, weil man es nicht mehr kann. Viagra zum Beispiel ist ein Seitendiener. Ah. Wenn du also jemand, der dir hilft, um den Seitensprung zu decken. Du meinst, das Vollziehen. Ja, Vollziehen. Wenn du aber den Seitensprung decken möchtest? Dann brauchst du auch einen Seitendiener. Ja, du brauchst nur jemanden, der dich deckt beim Seitensprung. Und im besten Fall wenn ist deine Frau, wirst, nein, im besten Fall ist deine Frau dann bei dem, weil dann ist es allen wurscht. Du lässt mich während deines Seitensprungs decken? Was das bist ist du blöd. Für Schwendel? Danke. Aber wenn das... Also es stimmt nicht mehr. Nein, es stimmt nicht. Was es mit dir zu tun hat, möchte ich noch nicht auflösen. Es ist wirklich nur indirekt. Neben deinen vielen, vielen Tätigkeiten hast du noch eine. Aber es geht auch darum, dass der Viktor Gerner 2005 in der 37. Folge von Was gibt es Neues im Rateteam? Was gesagt? Viktor? Ich war jetzt, glaube ich, ungefähr 400 Mal dabei. Ich alleine. Ja, aber was es war das, Folge... Was ist das Universum History? Ich will ihm ja nur helfen. Ach so, ja, Entschuldigung. Das ist nicht lang her. 2005, das war vor 13 Jahren. Ja. Es war in den Anfängen von Was gibt es Neues? Ja. Am 26. August 2005, merkt dann ihr was? Ich schon. Ja, 26. August. August. Da hat man sich Was gibt es Neues auch noch während des Sommers geleistet. Ja. Da war das Seitendiener das Ding der Woche. Nur damals. Nein. Damals hieß es noch anders. Damals hieß es. Schraubenzieher. Thumbthing. Wie? Was? Thumb. Du hast thing. Ja was. Du hast irgendwas. Ja was auf den Zähnen. Thumb thing. Mit den Daumen. Daumen Ding. Daumen. So. Das war ein Zupfgerät für die Gitarre. Nein. Ja? So ein Daumen-Tupfer. Nein. Wo man die Gitarrenseiten aufzieht, damit man schneller aufziehen den kann. Den Winder. Ja. Nein. Zieht die Seiten. Nein, war nicht. Nein. War nicht. Beim Geigespielen. Beim Geigespielen. So, was hat das jetzt mit dir zu tun? Was machst du noch neben vielen Dingen? Du spielst Kabarett, Theater, du schreibst. Und Essen. Du bist, ich war sehr oft dabei, wie du gehst. Ja. Du bist ein Verleger. Du bist ich habe einmal eine Geige gegessen. So wie es ausschaut, wirst du dich heute noch selber essen. Ja, aber sag dazu, dein Opa war ein Philharmoniker. Das muss man dazu sagen. Mein Opa war Philharmoniker, genau. Dein Opa war eine Münze? Goldene ja. So, pass auf. Merkst du es? Ja. Wo kann man das bleiben? Also, Philharmoniker ist falsche Richtung, Geige. Was habe ich gesagt? Du bist Verleger, du schreibst Bücher. Ja, ich bin Verleger, ich bin Mitbesitzer. Mit Zeiten. Er muss blättern. Mit Büchern zu tun. Er muss blättern. Ich weiß nicht, das war lustig damals, am 28. August 2005, haben wir gedacht, ich habe keine Ahnung. Ja, das kann sein, das war zwei Tage nach der Sendung, es war am 26. wenn okay. Wenn ihr mich nicht hättet. So, das Thumbthing. Du wirst dich erinnern, es war eine Sommersendung, es war für den Strand. Nein. Weißt du, wie ist denn das, wenn du am Strand liegst und ein Buch lesen möchtest und nebenbei deinen Caipirinha trinken möchtest? Deppert, das macht ja nicht, weil die von Greenpeace immer ins Wasser zählen und sagen, rette die Wahl.
Du liest das Buch mit einer Hand. So ja, ähnlich wie, denn? Das so ähnlich wie ein Zeitungen kann man auch in einer Hand lesen. Im aber so ein Paperback. Mit es ist einem ein Ständer für das Buch. Was? Ein Ständer für das Buch. Nein, nicht ein Ständer. Nein. Aber du weißt doch, mit einer Hand kannst du es nicht halten. Du musst immer die Seiten auseinanderpressen. Ja, dann nimm ein E-Book und druckst dann das weiter. Das hält das Buch auseinander. Es druckt vernaunt. Es druckt in ein offenes... Vernaunt. Schauen wir es uns an. Es ist ganz, wir zeigen euch das Ding der Woche von 2005. Vernaunt. So kannst du mit einer Hand das Buch lesen, während du genüsslich mit der anderen irgendwas, ein alkoholisches Kaltgetränk trinkst. Das reicht? Müsste es nicht länger sein? Es ist genug. Aber das geht ohne das auch. Mit Andaumen? Nein. Ja, sicher, denn, du musst das Buch ein bisschen drauf haben, wie dick der Daumen ist. Ja, da wird ja der Buchrücken falzig. Das ja, mag das einer ja, wie ich ja, überhaupt das nicht. Ist ja kein, das ist ja zum Lesen. Das ist ja zum Lesen ja. Da. Ja, aber nicht zum Zerknuddeln. Nein, aber... Hallo? Aber, ja. Das ist schon toll. Nein, bin beeindruckt, super ja. Damals hieß es Thumb-Thing. Aber heute? Mit einem Weltatlas kommst du nicht weit mit sowas. Weil das wer liest am Strand einen Weltatlas? Ja, was da? Auf einer Insel, das heißt... Something stupid. Das hatten wir damals in das Innerste dich. Jetzt weiß ich es wieder. Jetzt weiß ich es wieder. Ja. Gut. Und heute wird es als Seifendiener verkauft und wir verdanken diese Erkenntnis der Julia Kasimir aus Wien. 300 Euro Büchergutschein für Sie. Bravo. 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 Also so gesehen hat die Frage mit dir zu tun gehabt. Ja. Okay. Indirekt stimmt. Also so. Ich lese auch viel. Du liest viel, ja. Ja. So sehr hat es zu tun. Ja, genau. Mhm. Richtig. Ich muss jetzt zu jeder Frage irgendeinen peinlichen Konnex finden, damit er eine Ruhe gibt. Damit das okay. Ausgeht. Ich würde mich freuen über weitere Zuschriften. Die Adressen sind eingeblendet. Dinge der Woche, kuriose Fachbegriffe. Wir nehmen alles. Und wir kommen auch gerne mit der Kamera vorbei, wenn Sie dem Rateteam eine Frage persönlich stellen wollen. Diese Woche waren wir in Wien. Schönen guten Abend, mein Name ist Ricarda und ich komme aus Wien. Meine Frage ist heute, was ist ein Pfeifgang? Im Theater ist es verpönt zu pfeifen. Ja. Ich wusste lange nicht wieso. Mir ist es einmal passiert, dass ich auf der Bühne, Hilde Socher damals erbost gewesen komplett am Ende. Dann habe ich mich erkundigt, warum das ist, weil das Gas früher, und oder? Das, es so stimmt gepfiffen nicht. Hat. Es stimmt nicht. Das ist so, weil das Gas stimmt gepfiffen hat. Einmal. Ja, das stimmt. Von wem das Gas? Vom Schenk oder was? Das müsstest doch du wissen. Das ist diese klassische Legende. Das stimmt nicht. Stimmt nein, nicht. Stimmt dann warum stimmt darf man dann nicht pfeifen im Theater? Warum weil nicht? Früher die Kulissenleute von oben die schweren Kulissen runtergelassen haben und gepfiffen haben. Und wenn du unten gestanden bist und da hast pfiffen, hat der geglaubt, okay, jetzt kommt der Wald runter. Und bist mit dem Wald gestanden. Im schlimmsten Fall ist er dem Schädel gefallen. Ja, ja. So habe ich die Geschichte gehört. Und ich habe die Geschichte gehört von der Hilde Socher, dass sie mit dem Heinz Petters gemeinsam damals bei Cabaret gespielt hat. Und bei einer Probe ist er falsch gestanden, habe ich gehört. Ja. Und sie sagt, jetzt bist du schon wieder falsch gestanden. Und sagt, ich weiß nicht. Du stehst, wo soll ich mich hinstellen? Hilde sagt, dann bleib da stehen, da erwischt ihr wenigstens der Eiserne. Ich war dabei. Ja. Ich wollte sagen, der Pfeifgang ist, wenn die Feuerwehr kommt. Aber das ist natürlich dann na, tut mir leid. Ganz falsch. Ja. Okay. Na, was pfeift denn überhaupt? Hat es was mit meinem Geburtstag zu tun? Du bist eine Pfeife. Nein. Ja, nein, ja, nein. Ja. Aber was dann? Ich bin ein Pfeifen. Nein. Na, oh ja. Du gehst. Du hast einen Schrittezähler. Ich habe einen Schrittezähler. Ja. Aber ja. Vielleicht sind wir im Bergbau. Nein, ich wollte nur gerade seinen Bezug schauen. Es ist so, du bist ja nicht sehr sportlich. Und sobald du nur ein bisschen schneller gehst, fängst du zum Pfeifen an. Und das war der Bezug, den wir für deine... Ah, das ist schön, ja. Ja, das ist auch sehr richtig. Super. Das haben wir noch. Warten Sie auf das Ding der Woche. Ich schwöre nämlich, das Ding der Woche, das ist nämlich wirklich, haben wir extra für deine Geburtstagssendung aufgehoben. Ich schwöre es. Fliegender Depp. Nein, wirklich. Ding der Woche. Aber jetzt vorher möchte ich den Pfeifgang abschließen. Ja. Schiedsrichter, hat es mit Schiedsrichter was zu tun? Schiedsrichter. Ah, du meinst Fußball, Gang? Fußball, Pfeifen, Gang, Pfeifen, irgendwie. Was für ein Gang pfeift man dem Fußball rein? Na ja, wann? Die werden auspfiffen. Mein Seitzgang. Meinen Bergbau hast du aktiv ignoriert. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Passiv. Wirklich. Aber wir haben es ignoriert. Was hast du? Wiederholst du bitte. Ich habe Bergbau und da gibt es ja natürlich auch dann Luftströmungen, die da ein- und auswirken und dann gibt es dann vielleicht durch die Geologie und du dachtest, was der Mensch da in diesem Berg hineingetrieben hat, gibt es dann also das Phänomen, dass einer dieser Gänge, dieser Stollen, dieser Tunnels, dass der dann, wenn er die Luft durchzischt, ein pfeifendes Geräusch erzeugt, sprich der Pfeifgang. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es vorher passiv ignoriert, aber ich ändere auf aktiv. Okay,
schön. Nein, du bist super. Victor. Okay, pass auf. Wirklich schön. Ich hätte noch einen Tipp, gebe ich noch einen. Kurze, ja? Weil ich habe eine Frage, auf die habe ich gewartet. Was und ist zwar, Gang? Hat ist was es mit Budern zu tun? Nein. Ja, dann hätte ich es ja gewusst. Nein. Ich habe es euch vorher mit der Orgel, habe ich euch Gang. Gang. Ist es ein Gang, in dem man geht? Oder die Art zu gehen. Die Art zu gehen, oder ist es ein Gang zum Schalten? Ja. Es erklärt sich aber, wenn ich euch den englischen Originalbegriff nenne, Whistle Walk. Okay, Whistle Walk. Das heißt, es hat was mit Gehen, also mit dem Gang. Ja, übersetzt Pfeifgang, oder? Danke. Ja. Ja, aber durch Walk wird eindeutig klar, dass es ist ein Gang. Das ist der Quai-Marsch. Mhm. Da tun sie und das ist dann der Whistle Walk. Gefällt mir gut. Aber du aktiv wieder? Aktiv wieder? Vielleicht gehen Hunde anders, wenn man nach ihnen pfeift. Wenn du rufst, Waldi, Waldi, kommt das so. Uh-huh. Und wenn du pfeifst, kommt das so. Wenn sie auf der Baustelle nach mir pfeifen, renne ich weg, zum Beispiel. Wenn mein sie, Pfeifen. Wie oft bist du auf einer Baustelle? Jetzt habe ich gedacht, du sagst, wie oft pfeift man dir noch? Nein, ich habe nur. Jetzt auch befürchtet. Aber das ist doch. Würde der Oliver nie tun. Ah, Entschuldigung. Aber nein, ich habe nur einfach, Baustelle ist doch nicht das natürliche Biotop für eine Katharina Strasser. Ja, das ist richtig. Sag das mal den Baustellen. Oder mir. Also jemand geht und pfeift zum Beispiel. Ja, ne? Ja, genau. Im Gefängnis. Mhm. Im Gefängnis, wenn sie Freigang haben, ja, dann gehen sie ja dort im Kreis und wenn es pfeift, müssen sie wieder haben, also in die Zelle. Mhm. Ah, das hat mir mein Papa anders erzählt. Okay, ihr kommt nicht drauf. Ricarda Breitenecker sagt uns genau, was der Whistle Walk, der Pfeifgang ist. In den amerikanischen Südstaaten wurde früher auf Plantagen oder herrschaftlichen Anwesen jener Weg zwischen Küchentrakt und Hauptgebäude als Pfeifgang bezeichnet. Er wurde deswegen als Pfeifgang bezeichnet, weil die Sklaven oder Bediensteten, die die Speisen tragen mussten, laut pfeifen mussten, um zu beweisen, dass sie die Speisen nicht selber essen. Ey, das ist eine schöne Geschichte. Ja. Das ist eine schöne Geschichte. Man merkt es sich die Geschichte, ja. So. Ja. Eine schöne Geschichte, ja. Jetzt haben wir tatsächlich, also ein Ding der Woche. Das und mit meinem Geburtstag was zu tun hat. Nein, mit dem Geburtstag, ja, weil du Geburtstag mit hast, mir was zu tun. Mit dir zu tun. Also es ist ein, wenn wir es dann auflösen, werden wir alle ganz viel Spaß haben. So, ja. Es ist dreiteilig. Und Victor, du musst jetzt ganz stark sein. Wir fangen heute bei ihm an. Ist das okay? Sehr gerne, wenn ich das sehe. Sehr gerne. Ich bring's dir. Bring's einmal her. Ein Tipp von mir, Michael, nimm's nicht in den Mund. Ah, Entschuldigung. Okay, pass auf, ich habe das Insert vergessen. Ich zeige Ihnen am Weg zum Nirvarani, wozu das Ding der Woche dient. Und zu Hause bei Ihnen, wenn Sie das Insert lesen, wissen Sie jetzt, warum ich bei ihm anfange und warum wir auf seinen Geburtstag gewartet haben. Einmal. Das ist fantastisch. Wenn Sie jetzt zu Hause das Insert gesehen haben, rufen Sie mich bitte an unter 0676. Also, pass auf. Ja, das ist, geht schon mal gut. Ist auf jeden Fall gebraucht, sieht man das? Ja, definitiv. Ja, man schenkt zum Geburtstag keine gebrauchten Sachen. Ich habe sie nicht geschenkt. Ja. Aber die kriegt es nicht. Du kriegst die Torten. Deswegen verschenkst du dich nicht mehr, oder? Hier. Das hier. Das hier. Das hat mit mir zu tun. Nein, mit dir zu tun, das ist einfach. Können wir es alle brauchen oder nur wir könnten es alle brauchen. Und da, ja, die Frage ist, kann man das überhaupt brauchen? Der Nier ist, glaube ich, der sich man am schwersten tut, es zu verwenden. Ich tue mir am schwersten, es zu verwenden. Ziemlich, aber ich glaube, jeder hat man kann auch verhindern, dass es sich vermehrt. Gach, los, das Ling, hast drei solche Erfahrungen. Ja, wenn ich mir damit schwer tue, dann ist es eine Flasche, ist ein riesengroßer Flaschenöffner. Mhm. Ja. Ist ein Sportgerät. Na ja. Na schau, pass auf, du hast es, da ist der Griff, damit es nicht, ne? Ja, da. Nicht runterrutscht. Man kann, wenn man so macht, dreht es sich.
Aber es ist toll, wirklich. Ja, es ist wirklich nie gesehen. Möchtest du, wenn wir die Auflösung machen, möchtest du dann quasi für uns alle demonstrieren? Nein. Ich möchte. Du, weißt du nicht? Soll ich dir was sagen? Ich glaube, dass du tatsächlich die Einzige wärst, die das also wirklich verwenden könnte. Ich glaube nur, dass du dem Umstand, bin. Ja, dem Umstand geschuldet. Ja, dann kann ich es aber auch nicht verwenden. Ja. Was kriegst du, ein Lilliputaner oder was? Also pass auf, also das nimmt man, bevor man es braucht, nimmt man das runter. Mhm. Das dann legt man hin und da füllt man das Wasser ein. Das brauchst du gar nicht. Das ist nur trink's nicht, bitte trink's nicht. Okay. Du hast zurück und nimm dir ein frisches Glas. Es ist gebraucht. Dann ist es ein Gerät für Tierärzte, wie man Kühe untersucht. Nein, aber ich weiß, was da drin ist. Und also, was da reinkommt. Frisches Glas, bitte. Ja, entschuldige, jetzt sagt mir die Regie, so schlimm ist es auch wieder nicht. Ja. Das ist typisch die Katastrophentouristen. Die sind Energie, jetzt hätte ich getrunken. Nein, das trinkst du nicht, das ist gebraucht. Du kannst mit mir aus dem Glas trinken. Obwohl, also der Kollege, der es eingeschickt hat... Du bist ja auch gebraucht. Ja. Also ich kenne den Kollegen, der es eingeschickt hat, weil ich habe ihn gebeten, er soll es einschicken. Ja. Ich weiß, ein sehr reinlicher Mensch, aber nichtsdestotrotz würde ich es... Ein Kollege von dir hat es eingeschickt? Aber nicht vom Fernsehen. Das habe ich mal gedacht. Ach so, dann ist es was Grausliches. Hast du Kollegen in der Veterinärmedizin? Das ist ein Schuhlöffel für Basketballspieler. Nein, das ist was Grausliches. Das ist so, wie man früher, habt ihr das gemacht in der Schule, dass man in ein Glasl gludelt hat und gesagt, mit dem Finger reingefahren und gesagt, ich traue mich anlecken. Ja. Das und dann den anderen Finger. Ja. Immer gemacht. Ja. Ja. Echt? Ach so funktioniert das? So geht das. Ja. So war das. Aber man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich. Das ist ein Leuchtturm to go. Das ist der Zepter der Blauen Reichshilfe. Wir haben jetzt lange gesehen, wie du mit dem gearbeitet hast. Du kannst es ruhig weitergeben. Ja. Also auch wenn es dein Geburtstag ist, musst du es jetzt nicht allein lösen. Wird es kleiner? Ja, eigentlich. Nein, es wird nicht kleiner. Wenn man dran dreht, wird es kleiner. Dann gib mir den Überzug auch bitte mit. Ich möchte nur das riechen. Ihr habt jetzt doch so, wenn die... Nein, du, er ist ja oben. Wo es auch grauslich sein kann. Aha. Oder Auto kratzen. Nichts kratzen. Auto kratzen, wenn es das Auto juckt. Mein Auto hat so Schuppenflechte. Ja, Schuppenflechte. Nein. Birkenpollenallergie. Kati, so gehört, wir haben es natürlich, damit es ein bisschen komplizierter wird, in drei Teile zerlegt. Aber genau so gehört es. So wird es verwendet. So wird es verwendet. Und das ist ein Schutz. Schutz. Nein. Das hat einen Sinn, warum das drauf ist. Das hat einen Sinn. Ja. Aber sowas von einem Sinn. Aber das kannst du ja nur du verwenden. Also so wie ich verstanden habe, sinnvoll ist es für eine dünne Frau. Das ist so... Nein. Ich habe nur... Ich glaube, dann rede jetzt so einen Scheiß. Du sagst, sie kann es verwenden. Ja. Ja, aber sie könnte es auch... Geburtshilfe. Nein. Ja. Nein. Das ist kleiner als der Kopf vom Kind. Ja eben, du zeigst es her, du machst... Schießt den Mann. Da ist sie. Ich habe keine Ahnung, aber ist es, weil ich die einzig gelernte Schauspielerin bin hier? Ja, ich Beispiel? Glaube, es ist... Oder weil ich eine Frau bin? Nein, weil es mit deiner Biografie zu tun hat. Ich weiß nur nicht, ob ich ob du wirklich richtig stehst. Ob ich richtig gebrieft, da war das eigentlich richtig gebrieft. Hat es mit Tirol zu tun? Nein, es hat nichts mit Tirol zu tun. Aber ich glaube, du hast... Nein, das gibt's weiter. Wir lösen das dann gleich auf. Nein, Moment mal. Okay. Hast du gehört? Er hat gesagt, nein, gib's weiter. Da hat irgendwas mit Tirol zu tun. Nein, es hat nichts mit Tirol zu tun. Aber es hat mit ihrer Ausbildung zu tun, glaube ich. Und dann ist es aber zu einfach. Hast du's? Weißt du's? Geh weiter. Ja. Dann fragen wir, wir können immer... Nicht so an. Du bist nicht so aggressiv. Ich mag dann nicht mehr herkommen. Wann holt mich die Mama ab? Nein, ist jetzt ganz super. Diese Einbuchtung hier,
Ja. Die hat ja auch einen Ja, Sinn. Ja, ja, ah, ja, schau. Danke. Schau, deswegen wollte ich, dass wir es weitergeben. Das bin ich gar nicht. Und das ist... Ja, ja, zum Beispiel, aber... Ich weiß noch nicht genau, was es bewirkt. Aber was für ein Körperteil könnte da noch reinpassen? Es bewirkt, naja, dass man ausschaut, wie ein Volltrottel bewirkt. Ja, auf jeden Fall einmal. Ja. Ja, das kannst du mal, wenn er oben irgendwie fahrt ist, boxt das aus und fängst schon an. Hast du Yoga zu tun? Ja. Hast du eine Yoga-Ausbildung? Yoga? Nein, aber ich mach viel Yoga. Ach so. Jetzt überleg, was du noch für Ausbildungen hast. Was habe ich noch für Ausbildungen? Ausbildung? Ja, ich bin Juristin, Medizinstudentin, Herzchirurgin. Nein, was war Teil deiner Schauspielausbildung? Was hast du alles gemacht? Tanzen, Fechten. Du bist ein Blumenmädchen. Und ich als Burschenschaft, da kann ich was dazu sagen. Singen. Mhm. Nein, es war schon dabei. Es war Fechten. Es ist beim Mensurfechten. Weitergeben. Das Briefing war perfekt. Es war dabei. Du kannst es definitiv verwenden. Jetzt würde ich es dir gerade nicht empfehlen. Ich glaube, das ist Fichte. Naja. Schau. Fechte. Wenn ich fechterte. Fechterte. Wozu kann man das beim Tanzen verwenden? Wo sprotzt man das ein? Wenn man sich irgendwas ausgerenkt hat, dass man wieder einrenkt oder so? Herr Rubinek hat jetzt schon als eingeengt und meint, es hätte mit dem Tanzen zu tun. Ja, Balletttanzen, Jazzdance. Na, was für eine Tanzausbildung hast du? Da kann man ein Bein hineinlegen zum Beispiel. Knöchel. Siehste. Da kann man ein Bein hineinlegen, ja, und so. Da kann man sich dann hinaufdehnen. Kann man sich hinaufdehnen beim Tanztraining. Warum das Präservativ? Runtergeben? Nein. Man kann sich nicht hinaufdehnen. Ja, ganz offen und ehrlich, ich habe mich im OF die letzten Jahre hinaufgedehnt. Da sind die Füße drauf. Auf der Folie sind die Füße drauf, ganz sicher. Ja. Beim Ballett. Bleibt es einmal ganz kurz. Sind wir irrsinnig aufgeregt. Ja. So, vielleicht kann ich es doch noch. Kannst du es noch? Naja, schau, ich müsste jetzt den Schuh ausziehen, um es zu demonstrieren. In Wahrheit. Ja. Na, pass auf, ich zeige euch einfach ein Bild. Ich zeige euch ein Bild und das erklärt alles. Da sage ich, ob ich es bitte kann. Schon. Da kommt es. So, jetzt bitte kommt noch ein, ja. Okay. Ja, um den Rist zu dehnen. Das machst du als Aufwärmübung. Wahnsinn. Und der Kollege war vom Stadttheater Baden, wo ich letztes Jahr im Freischütz eine Minirolle hatte. Und der war im Ensemble der Tänzerinnen und Tänzer. Ja. Und der hat sich damit immer aufgewärmt und hat gefragt, soll ich das schicken? Und ich habe gesagt, jo, schick's. Und das ist der Erste, dem ich gesagt habe, schick was. Und er hat's geschickt. Es gab's zu meiner Zeit noch nicht. Wirklich nicht? Aber weißt du, was ich beim Ballett nicht verstehe, ist, die müssen auf die Zehenspitzen tanzen. Ja. Wieso nehmen die nicht einfach eine größere? Ja, wieso muss die auf die Zechenspitzen tanzen, wenn die Aggressor nehmen? Eine größere. Sehr lustig. Ja. Ich habe eine größere Zehe. Nein, eine größere Tänzerin. Ja. Die. Okay, gut. Willst du es ausprobieren? Ich glaube, es kannst dich dehnen, aber ich will nicht dass die. Du musst nur mit dem rechten Fuß machen, weil der linke ist dreimal gerissen. Nein. Ja. Nicht, dass du jetzt ein Kind bist. Soll ich noch vorkommen? Ja, passt. Ich würde es gerne vorführen, aber ich habe seit 3 Tagen dieselben Socken an. So am Tisch, kannst du es so machen? Ich würde es gerne vorführen, aber ich glaube, ich stirb. Aber wir haben gesagt, das ist dein aber Ding. Aber du musst mir helfen, weil ich habe das mit dem noch nie gemacht. Schau dir an, so musst du es machen. Jesus Maria. Aber nur der Jo weh wegen der Versicherung. Was? Du nimmst die auf, Arno, gibt's. Ja, du musst jetzt reinschlupfen, Minas, aber es ist natürlich ganz eng. Wenn jetzt die Fruchtblase bleibt. Ja. Der Platz gar nichts jetzt. So, Scheiß, okay. Ja. Siehst du, und deswegen, und das hat der, aber es ist gebraucht, das hat der auch seinen Fuß drin gehabt. Das ist zwar. Bitte. Schau dir das an. Bravo! Großartig. Ja? Aber Oliver, du bist zickig, der Nier hat schon ganz andere Sachen im Mund. Sagte der Mann, der schon mal aus einer Schweinebesamungsstation getrunken hat. Ja, du bist lustig. Das Schweinchen Beb kommt nächsten Herbst in die Volksschule. Ja. Ich wollte gerade fragen, wie geht's den Kindern? Wahnsinn, aber das ist toll. Und dann kannst du es immer noch herziehen zu dir, damit es noch arg. Das ist auch das Erste, was wir wirklich zurückschicken müssen, weil der Daniel hat sich in den letzten Wochen, Monaten nicht gedehnt. Nein, er hat noch ein zweites. Aber Daniel, wir schicken es dir zurück. Daniel Grabo, Tänzer im Ballett der Bühne Baden. Bravo. Aus Wien. 300 Euro Büchergutschein. Schön, dass du es geschickt hast.
Weil man muss dazu sagen, ich mische mich dann nie ein. Ich sage immer, die wollen es mir immer alle mitgeben. Und ich sage, na, das ist ganz schlecht. Bitte schicken, damit es offiziell registriert wird. Jetzt hat er einen 300. Nach der Sendung Euro. Wird der Oliver noch 2, 3 Lungenzüge nehmen. Dein Fuß drinnen. Ach so. Du wirst ja, genau. Ich habe schon mal gesagt, ich sage dann immer zu, ich schniff dann ein Strasserl. Ja. Ja. Du, aber ich musste mal Schuhe schicken, warst das du? Ich habe einmal einen Brief gekriegt, ob ich Schuhe schicken. Wir kommen zur nächsten Frage. Ja, es hat auch wieder mit dir zu tun und deinem Geburtstag. Was hat eigentlich das jetzt mit mir zu tun gehabt? Na, hallo. Ich wollte gern sehen, dass du da sitzt. Ich meine, wenn das einer nicht verwenden kann und so machen kann, dann ist es dann nicht dafür. Diesmal Ausschließungsprinzip war das. Ja, diesmal genau. Die nächste Frage hat mit meinem Geburtstag zu tun. Ja, es ist die Promi-Frage. Weil wir haben uns gedacht, ja, dann werden wir doch jemanden nehmen, eine Person, die dich langjährig begleitet hat und die wird die Promi-Frage für uns stellen. Und wir freuen uns jetzt alle auf Sigrid Hauser. Ja, Baba. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, lieber Nia, lieber Michael Niavarani. Anlässlich deines Geburtstages hat sich die Redaktion etwas ganz Besonderes überlegt, nämlich die Huldigung eines ewigen Entertainers, eine Quelle ewiger Heiterkeit. Im Duden wird er beschrieben als Wind oder Flatulenz. Wir in Österreich sagen einfach, es geht um den Schaß. Genau. Und die Frage lautet folgendermaßen. Warum ist um die Weihnachtszeit in katalonischen Haushalten immer öfter ein Furzgeräusch zu hören? Alles Gute zum Geburtstag! Danke, Sigrid! Ja, auch das haben wir gesagt. Ja, wenn das keine Nirvana-Frage ist. Ja, wunderbar. Ich habe Tränen in den Augen. Ja. Sie hat gerade einen lassen, der ist so scharf. Wenn ich nur könnte. Ja. Ich singe, könnte. Wir singen auf Katalan, Advent, ein Lichtlein brennt, es brennt nur eins. Die zünden ihre Fürze an und das sind quasi die Adventlichter. Und kurz vor Weihnachten müssen sich dann 4 im Kreis machen. Ja. Genau. Ja. Jede Woche einer mehr. Ja. Genau, genau. Schön. Warum in Katalonien? Dann haben wir auf Tournee viel Spaß mit dem Kopf im Pferd. Ja, ja. Mein Gott, was haben wir damals für. Und sie haben es beim Hinfahren in die Stadt schon erkannt, haben gesagt, der Gernot, der Nevaran ist da, weil haben sie es schon gehört. Mit Trompeten wurden wir angekündigt. Was war die Frage genau, warum bei den. Warum man in Katalonien. Katalonien. Ja, in Katalonien in der Weihnachtszeit vermehrt Furzgeräusche hört. Also Furzgeräusche, keine wirklichen Fürze. A fake fart. Das ist natürlich keine blöde Frage. Ja, ja. Nicht die Schaseln nicht herum zu Weihnachten. Ich habe gedacht, weil sie mit. Weil die Geräusche. Der Vanillekipferl aus Zwiebeln bestehen. Und dann. Ja, Vanillekipferl. Ja, das Vanillekipferl aus Zwiebeln. Ja. Vanillekipferl. Ja. Vanillekipferl. Und demnach müssen sie viel. Ja? Nein. Weil es eine alte katalonische Tradition ist. Mhm. Ja. Furzkissen zu verstecken. Ja, zu Weihnachtszeit. Ja. Okay. Nein, es gibt ein Adventlied, wo dieses Teil des Liedes ist. So wie Old MacDonald Had a Farm. Gibt es ein Adventslied in Katalonien, wo irgendwo beim Refrain dabei ist. Nein. Die ganzen kleinen FC Barcelona-Fans furzen Barcelona. Sich durch die 4 Wochen vor dem Heiligen Abend. Nein, sie singen Gernot. Es gibt von Georg Kreisler. Mhm. Ein Lied, ein Liebeslied, ja. Wir passten immer so herrlich zueinander und so weiter und so weiter. Und irgendwann kommt die Zeile, doch plötzlich wurde unsere Liebe und dann geht's weiter, wenn eine Liebe ist, dann ist sie ganz erbarmungslos. Und wenn die Liebe sehr groß war, dann ist das genauso groß. Das singen die in Katalonien. Ja. Weihnachtslied. Also das ist schon sehr gefinkelt, was ihr da macht. Ja? Weil ich habe es richtig gesagt. Ja. Es gibt ein kurzes Adventslied. Vielleicht hat es mit Höflichkeit zu tun, nicht? Weil nach dem Ritteressen soll man rübsen, um zu demonstrieren, dass es einem geschmeckt hat. Ja. Und zu Weihnachten in Katalonien, wenn man sagt frohe Weihnachten.
kurz mal dazu. Aber ist das nicht großartig, wenn es eine Kultur gibt, wo das Furzen zur Höflichkeit gehört? Für euch, meine Herren, für euch vielleicht. Das steht ein Kind, da läuft das an die Tür, da machst du einfach den, wird schon gleich dumper, es wird schon gleich. Ja, aber das war wie in früheren Kindern. Ihr kennt doch den legendären Ausspruch, oder? Warum rülpset und funzet ihr denn nicht? Hat es euch denn nicht geschmeckt? Das war mal gang und gäbe. Ja. Das wird doch schön. Jetzt möchte ich noch von euch wissen, was ist der Unterschied zu sonst? Achtung! Nein, also! Spitze Kanten! Oh! Es als wie wenn ihr euch zusammenreißt. Ja, ich reiße mich zusammen. Ist. Naja. Immer. Ich mit ein paar Leuten sitze, ich gehe raus und lasse den Schaß draußen. Das Problem ist, wenn ich reingehe, war der Mann noch. Aber, aber ich gehe raus. Ich gehe raus. Ich hab's gewusst, das ist seine Geburtstagsfrage. Ja, und ich sag dir ehrlich, unter Männern ist es ein Zeichen ganz großer Freundschaft. Ja. Wenn man nebeneinander furzt. Ja. Ich muss ganz viele Freunde haben. Ja. Und hat doch nie Thomas und ich haben einmal gestritten, über wochenlang nicht gefurzt mehr. Und wenn ein bisschen was mitgeht, ist es mehr oder weniger ein Antrag. Ja. Ja. Die Katalanen sagen kein Material. Kein Material. Ich habe ja, bevor es ausufert. Ja, ich garniere nur ganz schnell die Torte mit Schlagobers. Schlagobers. Ja, pass auf. Ich würde fast sagen, dass der Viktor sehr, sehr richtig liegt. Das ist nicht hundertprozentig richtig, aber die Sigrid Hauser wird uns aufklären. Sigrid, was ist denn der Grund, warum man in Katalonien Furzgeräusche hört in der Vorweihnachtszeit? Es ist folgendermaßen. In Katalonien kommt um die Weihnachtszeit nicht das Christkind, sondern der Cagatió. Zu Deutsch der kackende Baumstamm. Das geht folgendermaßen ab. Die Kinder schlagen auf einen armen, hilflosen, wehrlosen Baumstamm ein und singen dazu Kacke Baumstamm, Kacke Baumstamm. Und der kackt dann unter eine Decke diese schönen Geschenke. Und die Furzgeräusche entstehen so. Um die Kinder ins Zimmer zu rufen, wird dort nicht für uns ein Glöcklein geläutet, sondern die Eltern machen, da brauche ich dann ein bisschen Unterstützung vom Ton, eben diese Furzgeräusche. Ich sage euch ganz ehrlich, der Putschdemont wurde aus anderen Gründen verhaftet. Okay, gut, aber eine großartige Geschichte. Dankeschön. Pass auf, du hast es echt gelöst. Du kriegst noch ein bisschen Rasierschaum. Unglaublich. Okay. Großartig. So, an dieser Stelle. Was aber die Geschichte ist wahr? Ja, was glaubst du? Wir haben extra gewartet, dass du 50 Jahre alt wirst. Das ist ja großartig. Ich ziehe nach Katalonien. So. An dieser Stelle möchte ich mal sagen, großartiges Rateteam, Dankeschön, danke Ihnen und bei Ihnen zu Hause. Aber drehen Sie nicht ab, weil jetzt kommt der Höhepunkt der Show. Ich möchte mich nur an dieser Stelle eben verabschieden, weil ich dann mich darauf konzentrieren muss, die Torte darüber was zu bringen. Was heißt Höhepunkt? Gibt es was Faderes als eine Torte ausschneiden? Das ist am Geburtstag. Aber es ist die Torte von Michael Nervarani. Ja, auch und ich das bin auch fad. Torte anschneiden ist wenn fad. Du irgendwo auf ein Plakat schreibst, Michael Nervarani schneidet eine Torte an, ausverkauft. Ich schwör's dir. Gut. Das stimmt. Warum schreibst du aus deinem Schatz aus, kannst du in der Stadt halten? Gut, meine Herren. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder bei Was gibt es? Also ich muss jetzt, Victor, hilfst du mir bitte ganz kurz? Pass auf, du kriegst das Messer, jetzt gibst du dann dem Nia. Hier kriegst du mal ein Feuerzeug. Jawohl. Pass auf, was kannst du mir sagen, wo ist die Mitte? Wir müssen jetzt die Torte an. Brachst du das dann zu mir, oder? Ja, natürlich. Ja, steckst du genau über der Glatze? So, alles klar. Pass auf, ich, dann haben wir noch die Teller. Soll wir singen? Soll ich? Pass auf, ich muss jetzt einmal heben, nicht, dass man jetzt auf die Goschen hat. Okay. So, da, Achtung, bitte. Machen wir das so? Ja, ich glaube, pass nur auf, das ist ein Sprühkerze, nicht, dass du die Finger verbrennst. Wie machen wir das? Ja, so. Nein. Achso, du zinnst das an. Es wird ein bisschen wie eine Szene aus La Cage aux Folles. Ich hab sowas noch nie gemacht. Pass auf, das sprüht. So? Gibst du an die Finger weg. Macht man das so? Ja, aber so, na. Ich mach das, dürfen wir alles gar nicht machen. Genauso fahrt jetzt Michael Hartig. Macht man das so? Wie macht man das? Warte. Umdrehen, so? Na, Moment. So? Wer hat... So. So.
Ich hab's. Die Geschichte bei der Probe heute, genau das Gleiche. Darauf sage ich der Requisite, gebt das bitte gleich so eine. Und dann hat sie gedacht, sicher ist sicher. So, okay. Ein Trottel und zwei Trottel. Bin ich froh, weil dann wir hier unten sind. Pass nur auf, was? Bitte ja. Auf, pass auf, dass das schon sprüht. Ah, ja. Ja, 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 ja. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Mia. Happy Birthday to you. Danke sehr, danke. Das muss man auch dran. Ja, genau. Das ist Rasierschaft, kein Schlagobern. Nächste Woche. Das ist wieder dabei. Bist du denn der Varane ist?